Birgit Müller leitet ihre Tischlerei in Preetz seit mittlerweile über 10 Jahren. Als Frau in der Branche habe sie es gerade am Anfang ihrer Karriere nicht immer leicht gehabt, sagt die Geschäftsführerin. Inzwischen hat sie sich in der männerdominierten Branche aber einen Namen gemacht. Weil Müller ihr Unternehmen sehr erfolgreich durch die Corona-Krise geführt hat, wurde sie jetzt mit dem IBSH-Unternehmerinnenpreis ausgezeichnet. Eine große Ehre für die gelernte Tischlerin. Ja, in dem Moment kommen so viele Gedanken in einem hoch, dass man denkt, das kann doch gar nicht sein. Ich, wirklich, ich? Und dann, ja, und meine Tochter war mit und mein Mann war mit. Und die haben sich natürlich wahnsinnig für mich gefreut. Ich war fassungslos und die haben sich gefreut. Das Unternehmen mit 17 Mitarbeitern hat sich auf die Herstellung nachhaltiger Möbel aus Holz spezialisiert. Zu den Kunden der Tischlerei zählen Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeheime. Die meisten Angestellten arbeiten seit vielen Jahren im Betrieb. Darauf ist die Chefin besonders stolz. Man hat unheimlich gute Aufstiegschancen. Also bei uns hat man ja die Möglichkeit, eben nach dem Gesellenbrief noch einen Meisterbrief zu machen oder studieren zu gehen. Also das ist unheimlich vielfältig aufgestellt. So viel Optimismus verbreiten zurzeit aber nicht alle Unternehmen in der Handwerksbranche. Viele, gerade kleinere Betriebe, sind zurzeit von Sorgen geplagt, berichtet der Präsident der Handwerkskammer Lübeck. Natürlich Fachkräftemangel ganz deutlich. Das zweite, Lieferketten sind unterbrochen, auch bei kleinen Handwerksbetrieben. Und das dritte ist natürlich auch die Sorge und die Angst vor dem Winter. Nicht? Das musst du ganz deutlich sagen. Keiner weiß, wie es weitergeht. Alle hoffen, dass sie durchkommen durch die Krise. Der kommende Winter wird auch Birgit Müller vor eine große Herausforderung stellen. Hohe Strompreise können auch in ihrem Familienunternehmen für Probleme sorgen. Heizungstechnisch ist es bei uns so, dass wir unsere Abfälle verheizen. Wir sind unabhängig. Das Einzige, was wir halt brauchen, ist Strom. Und das macht uns natürlich große Sorgen, die Strompreise. Um eins muss sich der Tischlereibetrieb aber keine Sorgen machen, den Nachwuchs. Hanna Jahr hat sich vor 4 Jahren direkt nach dem Abitur für eine Ausbildung entschieden. In der handwerklichen Arbeit findet die Gesellin heute viel Freude. Außerdem kann sie schon eine Menge Verantwortung im Betrieb übernehmen. Weil einfach diese Tätigkeit mir total Spaß bringt. Die Zeit verfliegt und ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste im Beruf. Probleme, motivierte Azubis wie Hanna Jahr zu finden, hatte das Preetzer Unternehmen noch nie. Wir haben im Augenblick noch sehr viel Glück, weil irgendwie ist es im Augenblick so, dass Tischler sehr beliebt ist. Also wir hatten dieses Jahr 16 Bewerbungen und ich glaube, das hat so manch einen Handwerksbetrieb oder ein anderes Gewerk nicht, so wie wir. Jetzt fokussiert sich Birgit Müller voll auf die Folgen der Energiekrise für ihren Tischlereibetrieb. Aber da ist sich die Unternehmerin sicher, diese Krise wird sie meistern. Und eben auch aufgrund dieses Optimismus wurde sie als Unternehmerin des Jahres 2022 ausgezeichnet.